Einmal in 5 Jahren lädt das Feuerwehrkommando Burgenland zum Tag der offenen Tür. Eine Veranstaltung, bei der Feuerwehren aus dem ganzen Land mitwirken, um ihre vielfältige Tätigkeit zu zeigen. Wir wollen unseren rund 5000 Kursteilnehmern, welche wir pro Jahr hier ausbilden, ganz einfach die Möglichkeit geben, auch ihre Angehörigen, ihre Familienangehörigen und ihre Freunde die Ausbildungsstätte der burgenländischen Feuerwehrmitglieder zu zeigen. Und das geschah auf beeindruckende Art und Weise. Zahlreiche Vorführungen und Präsentationen boten Einblick in die anstrengende und teilweise auch gefährliche Arbeit der Feuerwehr. Natürlich ist es sehr, sehr wichtig, dass man erkennen kann, was die Feuerwehr leistet. Das Ausbildungszentrum, dass hier Schulungen durchgeführt werden, dass insgesamt das Leistungsspektrum der Feuerwehr massive Anerkennung auch in der Bevölkerung findet. Und die Feuerwehren haben Mitglieder, die im wahrsten Sinne des Wortes die Helden des Alltags sind. Bei den einzelnen Vorführungen konnte man sehen, wie anspruchsvoll die Arbeit der Feuerwehr ist. Die Einsätze sind oftmals schwierig und nur mit modernster technischer Ausrüstung möglich. Entsprechende Schulungen und technisches Know-how sind unerlässlich. Herzlichen Dank und größte Anerkennung dafür, dass an die 17.000 Menschen im Burgenland freiwillig bei der Feuerwehr mittun, mitarbeiten, Frauen und Männer und vor allem auch Jugendliche. Die Jugend ist ja die Zukunft, die sind auch wichtig. Ohne diese Freiwilligkeit wäre es gar nicht möglich, ein solches Sicherheitssystem aufrechtzuerhalten. Nachwuchssorgen kennt die burgenländische Feuerwehr nicht. Selbst die Kleinsten sind schon voll begeistert bei der Sache. Schließlich will jeder Feuerwehrmann werden, oder? Ich bin Feuerwehrmann. Seit wann denn? Seit ich 10 Jahre alt bin. Ich bin jetzt schon 3 Jahre tätig und es macht mir sehr viel Spaß. Und ich bin auch stolz, wenn ich die Uniform trage. Meine Freunde waren auch alle dort und dann hat es mir so sehr gefallen. Und was gefällt dir daran so gut? Die Abwechslung halt auch und dass wir uns unter der Jugend so gut verstehen und wir viel Spaß haben. Der Zusammenhalt ist unbedingt nötig. Im Ernstfall muss man einander vertrauen. Die Arbeit geht Hand in Hand. Das war bei den Übungen deutlich erkennbar. Die Übungen sind aufgebaut, dass man eigentlich von unserem breiten Einsatzspektrum überall ein bisschen was sieht, von Brandeinsätzen, technischen Einsätzen, Verkehrsunfällen und so weiter. Unsere Aufgabe ist, eine Person aus einem PKW zu retten, der auf der Seite liegt. Und der zweite PKW, sind 5 Insassen drinnen, der ist ebenfalls zu stabilisieren und da sind 5 Personen raus zu retten. Gar nicht so einfach. Wie man sieht, muss einiges abgesichert werden, bevor man sich mit der Bergung beschäftigt. Ich glaube, dass das schon ganz wichtig ist, dass es Menschen gibt, die sich auch zu so einem Unfall hintrauen. Das ist schon sehr beeindruckend. Ja. Und Gott sei Dank ist es eine Übung. Also mir ist ganz mulmig geworden dabei. Dadurch, dass ich selber an der Feuerwehrschule angestellt bin, habe ich immer mit den Übungen vor Ort bei den Lehrgängen zu tun. Aber mich fasziniert es, dass die fremden Feuerwehren, die die Übungen machen, das super über die Bühne bringen. Ich war vorher schon davon überzeugt, dass unsere Feuerwehren absolut spitze sind und dieser Eindruck, der hat sich heute hier noch verstärkt. Was da geleistet wird, einfach großartig. Man kann auf diese burgenländischen Feuerwehren nur stolz sein. Vorführungen gab es bis in die Nacht hinein. Auch deshalb, weil die Szenarien so authentisch wie möglich dargestellt wurden. Auf diese Art waren die Präsentationen gleichzeitig auch Übungen für die Einsatzkräfte und somit von doppeltem Nutzen. Frauen bei der Feuerwehr, heutzutage schon alltäglich, was macht man da? Alles, was die Männer auch machen. Also da gibt es keine Begrenzung. Ich bin seit 2011 dabei und bis jetzt habe ich nur Grundlehrgänge, also Technik 1, Technik 2, Brandausbildung und aber wir bilden sich ja regelmäßig fort. Und genau dafür ist das Landesfeuerwehrkommando zuständig. Ausbildung auf höchstem Niveau, für tatkräftigen Einsatz im sozialen Netz von Freundschaft und Kameradschaft.